Ja, wer war denn da am Wochenende unterwegs? Meine Güte, Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Moschkope, wie die Kölner Oberbürgermeisterin sagt, Pack. Das ist übrigens die neue Bezeichnung für Familien, jung und alt, Oma, Opa, Familien mit kleinen Kindern, wie ich sie in Nürnberg gesehen habe. Jo, ist halt so, ja, so, wenn die Politiker und wenn die Presse das so sieht. Aber wir haben ein bisschen was zusammengeschnitten. Wird euch interessieren, wie es in Nürnberg wirklich war. Tolle Veranstaltung in Nürnberg, klasse. Am 9. Mai 2020 um 14 Uhr begann das. Tolle Veranstaltung von Leuten, die das organisiert haben. Tolle Transparente. Hört mal rein, ich habe beschrieben, was dort alles war. Das Schöne, was ist, hier seht ihr mal, was die Presse berichtet und was die Polizei dazu sagt. Und da mache ich der Nürnberger Polizei ein Kompliment. Habt da klasse gemacht. Ehrlich. Das ist die Aussage, dass man sagt, waren friedlich. Am Ende waren ein paar junge Leute nach Beendigung der Veranstaltung, die haben sich nicht an die Anordnungen der Polizei gehalten, so wie ich es vernommen habe. Und dann hat die Polizei eingeschritten. Aber was wird denn groß im Bild dargestellt? Schaut es euch an. Bin gespannt, was ihr sagt. Toll. Lorenzkirche in Nürnberg. Und man muss bis jetzt sagen, die Ordnungshüter absolut top. Hören sich das an, stehen dazu. Also nicht, wie man es aus anderen Szenen sieht, dass sie meinen, sie müssten dazwischen gehen, Leute rausziehen. Also das ist schon etwas. Schaut euch das mal an, wie das hier ausschaut. Also alles Menschen, die absolut nichts mit rechter Gesinnung zu tun haben, sondern die einfach sagen wollen, das ist unser Grundrecht. Also ich habe 35 Jahre. Das ist mir wichtig, nicht, dass wieder im Fernsehen dargestellt wird, hier wäre rechte Gesinnung. Ja, genau. Hier ist keine rechte Gesinnung. Hier sind Leute, die ihre Grundrechte haben wollen, genau. Ihre Freiheitsrechte. Ja, ein trauriger Akt, weil es haben sich leider auch viele antidemokratische Kräfte unter den Demonstranten befunden. Und denen geht es nicht um das Thema, wir wollen die Demokratie behalten, sondern die wollen die Demokratie abschaffen. Ich werde sie verteidigen mit allem, was ich habe. Was waren denn da für Menschen so vor Ort? Also ich habe festgestellt, wo ich hingekommen bin, es sind alle Altersstrukturen gewesen. Junge Menschen, ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern, Mitbürger, die Migrationshintergrund haben. Also eigentlich querbeet. Ich bin dann durchgelaufen, ich habe mir alles angeschaut. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich Menschen vorgefunden habe, die in irgendwelcher Form, die ich gesehen habe, den Eindruck erweckt hatten, dass sie Randale machen wollten oder dass sie irgendwelche reaktionären Gedanken hatten. Am Samstag war oder wäre es eine Option gewesen, diese Veranstaltung aufzulösen. Aber da wir festgestellt haben, dass von der grundsätzlichen Veranstaltung keinerlei Gefahr ausgeht an sich, hat man sie weiterlaufen lassen und eben versucht, mit Ansprachen, Lautsprecherdurchsagen einfach für mehr Platz zwischen den Leuten auf dem Platz vor der Lorenzkirche zu sorgen. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Ich werde sie verteidigen. Impfgegner, Touristen, Gaffer und Passanten. Und das konnte ich nun absolut nicht bestätigen. Ja, toll, die Menschen. Wir fordern unsere Grundrechte zurück. Genau der Punkt, ja. Ja, die Menschen lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Ein voller Erfolg, dieser Spaziergang. Und da hieß es ja auch, dass viele den Abstand nicht eingehalten haben und Mundschutz haben auch viele nicht getragen. Ich glaube, also ich habe mir das Video von Ihnen auch angeschaut, was Sie da gepostet haben. Sie hatten ja selber jetzt auch keinen an, zumindest wenn Sie die Fotos gemacht haben. Wieso haben Sie da keinen getragen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Mensch, ich komme nicht aus der Politik, will auch nicht in die Politik gehen, also rede ich mich da auch nicht raus. Ich bin aus dem Parkhaus raus und war so überwältigt von den Menschen, die da waren, dass ich... Ich hatte den Mundschutz, wie Sie vielleicht gesehen haben, hatte ich umzuhängen. Aber ich habe vor lauter Aufregung ihn vergessen umzubinden. Tja, tolles Gefühl. Ja, schön zu erleben, wie die Menschen aufstehen.
Also da rede ich mich auch nie raus. Das ist etwas, wo ich einfach sage, wenn Veranstaltungen sind, und ich werde sicherlich an den nächsten teilnehmen, dann sollten bitte die Anstands- und Abstandsregeln eingehalten werden. Aber auch dann weitestgehend, dass man sagt, wenn dieser Mundschutz dann noch Pflicht ist, dass er auch getragen wird. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Ich werde sie verteidigen. Nicht irgendwo rechten Scheiß, das will keiner. Was wir haben wollen, ist, dass unsere Meinung gesagt werden darf, unsere Grundrechte, und nicht, dass die durch die Hintertür, dass die uns genommen werden. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Ich werde sie verteidigen. Was würden Sie denn davon halten, wenn die Demos in der Innenstadt jetzt verboten werden und eher auf andere Orte verlegt werden? Ja, da würde ich überhaupt nichts davon halten, denn es sind ja bisher viele Gruppen in der Innenstadt aufgetreten, die durften auftreten. Und das sind Bürgerrechte, und wenn Sie mir gestatten, die Forderungen, die plakativ aufgestellt wurden, die waren Freiheit, Demokratie, Grundgesetz, legt den Maulkorb ab, sind die Maßnahmen verhältnismäßig, die Frage darf gestellt werden. Für die Zukunft werden jedoch Maßnahmen getroffen, um die Entstehung von Infektionshotspots zu verhindern. Ja, liebe Freunde, ihr seht, das hat also nichts mit rechter Gesinnung zu tun, das sind Menschen wie du und ich. Da können durchaus Menschen dabei sein, die sind linksliberal, es gibt welche, die sind liberal-konservativ, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder will für sich die Freiheitsrechte. Wir leben alle in dem Land, wir sitzen alle in dem Boot und wir haben alle das gleiche Recht, hier etwas mitzubestimmen und nicht, dass über uns entschieden wird. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Ich werde sie verteidigen. Okay, super. Ich glaube, wir haben auch genug Material, dann schon alle Fragen durch. Würde ich mal schnell Antext. Genau, Antext brauche ich da noch. Also das schneiden wir dann. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Eindruck vermitteln. Mehrere tausend Menschen in Nürnberg an der Lorenzkirche. Eine friedliche Veranstaltung. Zum Schluss ist das Lied gesungen worden, Freiheit. Ja, und da geht es dann durch und durch. Denn unsere Freiheitsrechte lassen wir uns nicht nehmen. Habt ihr das gesehen? Und der eine, der dann mit seinen Hosenträgern zu sehen war, das ist unser neuer Nürnberger Oberbürgermeister, Markus Klein. Das Einzige, was ihn vom Meister Söder unterscheidet, vom Ministerpräsidenten, der eine schreibt sich mit C und der andere schreibt sie mit K. Ja, der ist so, der ist, schaut euch bitte nicht keine zweimal an. Bitte nicht. Die Gefahr, wenn ihr das von einem Oberbürgermeister seht, ist mir zu gefährlich, nicht, dass ihr eine Schleimbeutelentzündung bekommt. Liebe, hallo Meinung, Gemeinde und Familie. Ihr wisst ja, dieses Netzwerk, was wir aufbauen, Redaktionsnetzwerk, wir bauen es ja nicht auf, wir haben es ja. Wäre schön, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr uns, wenn ihr möchtet, lasst uns da was zukommen. Das hilft den alternativen Medien zu überleben. Das hilft uns, das zu machen, wenn ihr euch anschaut, das Thema, was wir von Covid-19 gebracht haben. Professor Nils Kucher und Professor Blüchel in Hamburg, das seit langem bekannt ist, dass das zu Gerinnungsstörungen führt und dass 69% der Patienten auf den Intensivstationen an Lungenembolie verstorben sind, also Thrombosen, die sich gelöst haben durch die Blutbahn, dann Herz in die Lunge gekommen sind und dann ist in aller Regel es schwierig, den Menschen dann zu retten. Und das andere ist, was vom BMI war, dieses Schreiben vom Bundesministerium des Inneren, hochinteressant, schaut es euch an, wir haben es aufgedeckt mit anderen zusammen und mit Uwe Kranz, den ehemaligen EKA-Präsidenten, lohnt sich anzuschauen. Bitte, wäre schön, wenn ihr uns unterstützt, bleibt dabei. Und bleibt uns gewogen, wie ich immer so schön sage. Also lasst euch gut gehen. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, euer Peter Weber.